hoffe, der regeneriert ein bisschen Blut. Ja, wenn alles voll ist, auf jeden Fall. Eine Frage der Zeit. Was ich gestern in einem Video gesehen habe, ist, man kann das Bajonett kann man an die M4A1 machen. Hat bei mir nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer leider. Bei mir auch nicht, aber ich hab's leider im Video gesehen. Sah richtig geil aus. Aber ich frage mich, ob der Sinn, ob, ja, ob man's nutzen kann. Mal meine Settings angucken, Video. Ja, soll ich die mal raushauen? Gerne, ja. Ja, warte, ich camp mich gleich kurz irgendwo hin. So, und solange man halt in der Stadt nicht mehr unter grob 30 fällt, ist ja mal alles in Ordnung, ne? Das ist ja mal, sag ich mal, so das Entscheidendste. Ja. Muss denn nur einmal, glaube ich, neu starten, wenn ich mich nicht täusche, ist auch egal, so. Bei Gesamtqualität, dem normalen Fenster hier jetzt, ne? Mhm. Ja, Darstellungsauflösung, halt die höchste von der Monitor, was geht. Also wahrscheinlich 1920x1080 müsste bei dir gehen. Yep. Gut. Helligkeit, Gamma, musst du gucken, wie du Bock hast. Ist Geschmackssache, klar. Housing deaktiviert. Yep. Gehst auf Benutzerinterface. Ja. Da die Auflösung auch auf 1920x1080 stellen. Jawohl. So, Größe klein, Seitenverhältnis Breitbild 16:9, klar. Ja. Dann unter Qualität. Alles auf sehr niedrig und deaktiviert. Also ich habe jetzt mal alles auf sehr niedrig geballert. Ja, sehr niedrig und Wolken und Schatten deaktiviert. Okay. Oh, sieht ja schon einiges besser aus, so mit ohne Schatten. Ja, mit ohne Schatten ist krass, ja, oder? Also grafisch natürlich sieht es schlechter aus, aber du siehst halt so viel mehr, weil sich die Schatten der Bäume nicht mehr bewegen, die existieren halt nicht mehr. Dann gehst du auf Texturen, Texturdetails ja, und Texturenfiltering machst du auf, ja, musst du gucken, je nachdem wie es bei dir geht. Ich habe es auf sehr hoch. Wie ist das jetzt bei dir? Ich hab's jetzt mal auf normal. Ja, mach mal auf sehr hoch. Okay. Dann gehst du auf Rendering. Yep. Anti-Aliasing sehr hoch. Okay, habe ich jetzt umgestellt, hatte ich deaktiviert. Ey, es sieht viel besser aus. Sind schärfer, alles viel, viel schärfer. Dann Alpha to Coverage deaktiviert, Edge Smoothing deaktiviert, HDR Quality so hochstellen wie es geht, bei mir geht es bis niedrig. Ja. Ambient Occlusion deaktiviert, Post Process Quality deaktiviert, Bloom und Rotation Blur auch komplett runterziehen. Okay. Und so läuft es bei mir eigentlich beste Bohne. Die einzigen Settings, wo du halt rumstellen musst, falls es nicht geht, ist halt jetzt immer noch ein bisschen grafikkartenabhängig und sowas. Aber alleine schon, dass Schatten und Wolken deaktiviert sind, ist schon so geil, weil du einfach alles siehst. Alles. Okay, jetzt mal schnell Spiel neu starten.